Wenn du deinen Hund rufst, dann ist das wichtig, vielleicht sogar lebenswichtig, dass er gleich kommt und nicht nur so halbwegs. Wie du das erreichst, dazu habe ich heute ein paar Tipps für dich. Natürlich lernt jeder Hund, dass er kommt, wenn man ihn ruft. Schließlich gehört der Rückruf zur Grunderziehung des Hundes. Ganz ehrlich, meistens ist es aber so, dass man sagen kann, der Hund kommt in der Regel, er kommt eh meistens, er kommt halbwegs gut, außer die Ablenkung ist zu groß oder er hat gerade was Spannendes in der Nase. Und du weißt natürlich, das reicht nicht. Das reicht nicht im Ernstfall. Und gerade für den Ernstfall brauchst du ja einen funktionierenden Rückruf, weil es für deinen Hund wirklich wichtig werden kann. Ein paar Trainingsfehler im Aufbau des Rückrufs sind dabei das Kernproblem. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du Signale wiederholst oder die üblichen Fehler, sondern etwas, was wir gerne vergessen im Aufbau der Übung selber. Der Rückruf beschreibt nämlich nicht nur ein gewünschtes Verhalten von du kommst jetzt bitte zu mir her. Das wäre eine eindimensionale Auslegung des Rückrufs. In Wirklichkeit geht es beim Rückruf um drei verschiedene Elemente, die von Anfang an mit hineintrainiert werden müssen. Erstens um die Motivation, nämlich die Begeisterung. Ich möchte, dass mein Hund, wenn er mein Rückrufsignal hört, sofort begeistert ist und sagt, ja, ja, jetzt passiert was Tolles. Diese Begeisterung ist es, was mir im Ernstfall hilft, dass der Hund nicht lange überlegt, na, soll ich jetzt oder soll ich nicht, sondern dass er sagt, ja, nix wie hin, das ist immer super. Also die Begeisterung ist das Erste, was in den Rückruf hineintrainiert werden muss. Das Zweite ist das Tempo. Es reicht mir ja auch nicht, wenn der Hund so schön langsam und zögerlich mit drei Zwischenstationen irgendwann zu mir herkommt, wenn ich ihn rufe, sondern wenn ich es wirklich brauche, muss er schnell kommen. Das heißt, ich muss das Tempo mit hineintrainieren in den Rückruf. Und drittens natürlich das eigentliche Verhalten, zu mir herkommen, ganz zu mir herkommen. Das, was wir sowieso üblicherweise machen. Aber alle drei Elemente sind notwendig, damit der Hund wirklich verlässlich und prompt kommt, wenn ich ihn rufe und es wirklich notwendig ist. Und das muss in den Aufbau der Übung und vor allem in das Rückrufsignal selber hineintrainiert werden. Das Signal muss gleichbedeutend werden mit begeistert, schnell hinrennen. Nun ist es so, dass wir das Signal meistens ein bisschen anders aufbauen. Wir neigen dazu, dass wir zuerst den Hund rufen und dann hoffen, dass er kommt, damit wir ihn dann belohnen können. Und das ist natürlich bei jeder Art von Übung verkehrt. Denn die Faustregel lautet, es muss immer zuerst das Verhalten schon da sein, nämlich das richtige, gewünschte Verhalten, und dann erst führe ich das Signal ein. Das heißt, in unserem Fall brauche ich einen Hund, der schon begeistert und schnell angelaufen kommt, bevor ich überhaupt mit dem Signal anfange. Nur dann erwirbt das Signal die Qualität, die ich brauche. Nur dann wird mein Rückrufsignal verknüpft mit dem richtigen Verhalten, nämlich ganz schnell, ganz begeistert hinrennen und hat auch diese emotionale Qualität, von der es dann später lebt. Und wie wir dieses Signal genauso aufbauen, das zeige ich euch jetzt gleich mit meiner Melissa. Ich bringe Melissa jetzt ein ganz neues Rückrufsignal bei, um euch zu zeigen, wie man das von Anfang an so aufbaut, dass es begeistert, mit hohem Tempo und direkt zu mir her geht. Und wie erwähnt, brauche ich dazu zuerst das richtige Verhalten. Das heißt, ich muss sie zuerst schon mal dazu bringen, dass sie sich mir mit Begeisterung zuwendet und zu mir kommen möchte. Und dazu habe ich die extra großen, super tollen Kekse. Und ihr macht das genauso bei eurem Hund dann. Das heißt, ich halte ihr das Keksi schon mal hin. Das ist die Motivation und die Begeisterung. Dann renne ich weg vom Hund. Bingo! Weil ich wegrenne, rennt der Hund zu mir hinterher. Und wenn sie dann begeistert auf mich zuläuft, dann gibt es erst das Signal. Ich wiederhole das ein paar Mal. Bingo! Also, zuerst die Motivation, wegrennen und dann das Keksi. Jetzt habe ich das Keksi schon in der anderen Hand. Sie weiß ja, jetzt geht schon um Tolles. Das heißt, ich halte es ihr nicht mehr dauernd hin, sondern ich sage nur, Bingo! Und dann erst kommt das Keksi aus der anderen Hand.
Das mache ich ein paar Mal so, bis diese Reaktion wirklich total fest drinnen sitzt. Und wenn sie dann schon, nur weil ich rückwärts gehe, anfängt zu mir zu rennen, dann kann ich natürlich das neue Signal Bingo auch schon ein bisschen früher geben. Wir schauen mal. Bingo! Okay, also, ihr achtet immer darauf, dass zuerst der Hund schon das Richtige macht. Das heißt, dass er schon begeistert zu euch angelaufen kommt. Dann erst kommt das Signal. Und dann kommt das Signal immer ein bisschen früher, aber immer nur dann, wenn der Hund begeistert am Rennen ist oder gerade schon ansetzt zum Rennen oder es gar nicht mehr erwarten kann, zu euch zu kommen. Und dann habt ihr mal die Grundlage für ein sehr gut funktionierendes, auf allen drei Dimensionen greifendes Rückrufsignal aufgebaut. Mein Fazit zum Ende. Ihr habt jetzt gesehen, wie man ein Rückrufsignal so aufbaut, dass die drei Dimensionen darin enthalten sind, die wir brauchen. Begeisterung des Hundes, das Tempo des Herankommens und natürlich das richtige Verhalten. Du kommst ganz bis zu mir her. Das heißt, wir haben einen guten Start gelegt, der dann natürlich zunehmend gefestigt wird mit eurem Rückrufsignal. Wenn ihr jetzt nicht ganz sicher seid, ob euer Signal schon ein bisschen kaputt gegangen ist oder nicht mehr so toll funktioniert, dann würde ich vorschlagen, ihr ladet das entweder neu auf die Art, wie ich es im Video gerade demonstriert habe, oder noch besser, ihr nehmt einfach ein ganz neues Signal, das keine Vorbelastungen hat, das nicht schon unterschiedliche Bedeutungen hat, sondern ihr baut das ganze Signal nochmal neu auf. Das wäre dann der wichtige erste Schritt für den Rückruf bereits erledigt, wenn ihr ein super tolles Signal habt. Es gibt dann noch ein zweites wichtiges Element, ein fataler Fehler, der üblicherweise begangen wird am Ende des Rückrufs, aber damit beschäftigen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß beim Üben!